Heute ein bisschen zum Thema Scanning, also Allgemeinwissen, spezielles Wissen, wie scannt man und was will ich dafür wissen. Wie letztes Mal beim Fitting auch, ist Scanning so ein Part, mit dem man sich beschäftigt. In EVE Online ein ganzes Feld, ganz komplizierte Geschichte. Man fängt an mit der Schiffsauswahl. Und zwar sind die Scanning-Schiffe über ein Shiptree alles Fregatten. In der Regel finden sich die Scan-Schiffe hier unten bei den Fregatten. Immer als Tech 1er in jeder Fraktion mit einem Bonus auf Scan-Stärke und einem Bonus auf. Oh, funktionieren wir bitte. Achso. Ja, auch. Mit einem Bonus auf Scan-Stärke. Bonus auf Data Relic Analyzer. Die gibt es in T1, die gibt es in Tech 2 als Covered Ops Schiffe. Und das in jeder einzelnen Rasse. Die Spezialpiraten, sag ich mal, für Scannen sind Sisters of Eve, wer die noch nicht kennt. Die Sisters of Eve haben Spezialschiffe, die viele Bonis auf den Scanner-Geschichten haben. Und der ganz große Vorteil an Sisters of Eve im Vergleich zu den Fraktionsscanner-Schiffen ist, dass alle Boni zum Scannen im Rollenbonus stecken. Weil Rollenbonus heißt, sobald ich ins Schiff einsteigen kann, kann ich diesen Bonus nutzen. Das macht es wahnsinnig praktisch, aber die Schiffe auch entsprechend teuer. Ja. Wenn ich jetzt mal wieder zurückgehe und sage, ich gucke mir mal das Tech 1 Scanning Schiff an, die Kiste kostet um die 500.000, also nicht mal eine Million. Hab einen Rollenbonus, aber nur die Hacker-Stärke, also Relic und Data Analyzer zum Container öffnen. Die Scan-Stärke steckt im Fregattenbonus drin. Dadurch müsst ihr die Fregatte hochskillen, um mehr Bonus auf Core und Combat Scanner Probes, also auf die Scan, auf das Scan selber zu kriegen. Ist das auf Eve? Haben das anders. Die haben das, wie gesagt, im Rollenbonus. Bedeutet, ihr kriegt die 37% Kernstärke sofort. Also Core und Combat Probe Scan-Stärke. Ja. Und ihr kriegt nochmal einen stärkeren Bonus auf das Hacking. Problem sind natürlich, 52 Millionen für ein Schiff ist viel Geld. Ja. Dazu kommt, dass die ganze Reihe der Sisters of Eve Schiffe dieselben Bonis hat in der Richtung. Ja. Das heißt, Astero und Stratios, also Fregatte und Kreuzer, sind Scan-Schiffe, die relativ stark sind, allerdings auch relativ teuer. Und die Nestor hat auch noch ein Relic und einen Scanner-Bonus, aber dazu noch Remote Armor Repair Bonus. Also die wird selten zu Scannen genommen, sondern eher zum PvP betreiben oder Combat Sites fliegen. Gut. So viel zu den Schiffen. Man kann mit jedem Schiff ein Fitting bauen, mit dem man scannen kann. Ich kann es aber keinem empfehlen. In der Regel lohnt es sich, die Tech 1 Schiffe zu nehmen am Anfang, die günstig zu fitten, also für 10 Millionen. Meist sogar ohne den Cloak, das heißt sogar mit 7 Millionen kommt man gut aus. Und man kann dann fast alle Sites fliegen. Gut. Was brauche ich zum Scannen? Ich brauche einen Core Probe Launcher. Ja, also ein Teil, was diese Scanner-Sonden ins All schmeißt. Ich brauche Sisters of Eve, also die Sisters Core Scanner Probes, bitte. Zumindest einen Satz, leistet euch zumindest 8 Stück, das lohnt sich. Die Viecher machen so viel einfacher. Und ich würde persönlich immer nochmal im Laderaum einen Reservesatz mitnehmen, Core Scanner 1. Für den Fall, dass durch einen Bug oder irgendwas diese Core-Scanner von Sisters of Eve verloren gehen, könnt ihr immer noch euch rauscannen, nach Hause fahren und so weiter. Was braucht ihr noch? Ihr braucht einen Datenanalyzer und einen Relic-Analyzer. Und das war's eigentlich. Die drei Module sind Minimum. Was sich noch empfiehlt, dazu zu bauen, ist einmal Mikro-Op-Drive, dass ihr schneller von Container zu Container kommt. Weil je länger ihr im All steht, gerade im Wurmloch oder im Nullsec, je schwieriger wird es. Und es lohnt sich immer eine Rig namens Gravity Capacitor Upgrade. Das macht nichts weiter als eure Scan-Stärke erhöhen.
sorgt dafür, dass ihr schneller scannt und auch mit niedrigen Skills gut durchkommt. Wenn ihr sagt, ihr scannt zu langsam, könnt ihr sogar einfach zwei davon einbauen, dann geht aber kein drittes Rig mehr. Unsere Korbfittings hier in der Anfängergruppchen sind immer gebaut, dass wir auch ein bisschen schnell unterwegs sind und schnell im Warp geht. Das ist so Scanning für mich das minimale Setup, was ich persönlich habe, also die Analyzer, Micro Warp Drive, Probe Scanner, also Probe Launcher und Scanrig. Was sich lohnt, wenn ihr im Low-Sec, Null-Sec, Wurmloch fliegt, sind immer Warp Core Stabilizer. Die Teile sorgen dafür, dass man euch schwerer festhalten kann. Und gerade wenn euch nur ein einzelnes Schiff angreift, wie meine Person zum Beispiel, spielen diese Module gegen den Scrambler gegen. Also der Scrambler hat eine Warp-Scramble-Stärke, steht da drüben von 2 hier unten. Und dieses Schiff hat eine Warp-Core-Stärke durch die Stabilizer von 3. Das heißt, er kann immer wegwarpen, wenn ich ihn festhalten würde. Er kann einfach Warp gehen, weg ist er. Das ist der Sinn dahinter. Es gibt Schiffe, wie zum Beispiel die Heron, die haben nicht genug Slots unten. Die haben hier oben ein paar mehr, das heißt, man kann hier noch Module einbauen, zum Beispiel die Arrays, Scanning Arrays, die schneller scannen lassen und stärker scannen lassen. Das heißt, die Buzzard scannt sehr schnell. Man sieht, unser Fitting für uns in der Korb hat auch pure Scanstärke, also gar keine, nur 2 Gravi-Rigs für mehr Scanstärke und Arrays dazu. Aber der Nachteil ist natürlich, ich habe nicht genug Low Slots, ich kann nicht 3 Warpcore Stabilizer einbauen und damit kann man mich scramblen und festhalten. Das heißt, wenn ihr mit dem Schiff nicht mitkriegt, dass sich jemand neben euch enttarnt, in einem Wurmloch, Nullsec, Lowsec, dann war es das für die Heron. Und so kann man die verschiedenen Schiffe durchgehen. Die Scanner sind alle nicht gleich gebaut bei uns. Es gibt auch diese Anfängerfits dafür, ne? Wie sehen die denn aus? Regatten, hier Starter Exploration. Ah, okay, wir haben keine Warpcore Stabilizer. Ne, gar nicht. Die haben alle nur Warp Speed. Okay, interessant. Auch ein Konzept. Soweit die Grundmodule. Was noch sich lohnt, immer wieder. Was aber die Scanner-Kollegen gar nicht mögen, ist ein Cargo-Scanner. Man kann mit Cargo-Scannern, also diesen Modulen, die einen eigentlich den Frachtraum eines Schiffes scannen sollen, kann man auch die Container in einer Daten-Relic-Zeit scannen, um zu gucken, ob es sich lohnt, die zu hacken. Das heißt, ihr lasst den laufen und kriegt direkt eine Information, wie viel ISK sind da drin. Und wenn ich sage, ich scanne nur für ISK und fliege durch die Gegend, ist es wahnsinnig praktisch, einfach die ganzen Container einmal scannen drauflaufen zu lassen, wenn man schon hinfliegt, aufschalten, scannen lassen und dann weiß man, okay, das lohnt sich gar nicht hier zu hacken und dann kann man direkt abdrehen, weiterfliegen. Und so kann man die Container auch leer scannen. Eure Scanner-Kollegen werden das nicht mögen, weil die Site nicht despawnt. Das heißt, der Nächste, der ins Wurmloch reinkommt, scannt die Site aus, warpt dahin, stellt fest, nur 2 Container sind nicht leer und dann guckt er in den Container rein, nur Schrott drin. Das ist so das Problem an der Geschichte. Also, Höflichkeit. Wenn man höflich ist, kann man auch den Scan einmal anfangen, abbrechen. Nach dem zweiten Fail explodiert der Container. Das sehen wir gleich. Gut, letzte Sache zu Fitting von Scannerschiffen. Tech 2 Scannerschiffe und alle Sisters of Eve. Ist gelogen, nochmal von vorne. Tech 2 Scannerschiffe und Sisters of Eve, Astero und Stratios, also Fregatte und Kreuzer, können Covered Ops Cloaking Device nutzen. Covered Ops Cloaking Device, meiner Stratios habt ihr auch drauf, ist ein Modul, was euch getarnt warpen lässt. Das ist praktisch as fuck. Weil ihr könnt getarnt in die Site reinfliegen und euch die Site angucken. Ihr könnt euch getarnt im Wurm noch bewegen. Also ich habe ein bisschen Covered Ops drauf. Zum einen getarnt durch die Gegend warpen ist super und zum zweiten ist mir kein Speed weg. Das heißt, ich bin genauso schnell getarnt wie nicht getarnt. Abzüglich natürlich Mikro-Warp-Drive, den ich nicht anmachen kann, weil du kannst ja getarnt keine Module anmachen. Gut. 2 Sätze noch zu 2 Sondermodulen. Das eine sind EC-Drohnen. Die Hornet EC-300.
Das sind Drohnen, die den Gegner die Zielaufschaltung verlieren lassen, wenn es gut läuft. Das ist praktisch zum Abhauen. Wenn ihr euch irgendwas festhalten kann, wirklich, und ihr merkt, oh, ich bin festgehalten, die Drohnen rauswerfen, auf den Gegner schicken und hoffen, dass die Drohnen die Zielaufschaltung des anderen löschen, bevor ihr tot seid. Natürlich die ganze Zeit immer irgendwas suchen, zum Beispiel die Sonne, raus allein, 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 die Drohnen auf den Gegner. Und sobald über dem Kapazitor das Symbol weg ist, also hier unten, wo jetzt Lining steht, darunter wäre das Symbol für den Warp-Scrambler. Also dieses blaue wäre dann hier, so ungefähr. Und wenn das verschwindet, könnt ihr warpen. Shit auf die Drohnen, ihr braucht die nicht wieder einziehen. Das sind Wegwerfmodelle. Die kosten nichts. Und helfen euch dabei. Ist als Scan-Fregatte schwierig zu nutzen, weil ihr sehr wenig Tank habt, ihr sehr wenig haltet. Aber in der Regel ist das nochmal eine Chance für den Notfall. Das zweite Modul, was es noch gibt, was noch interessant ist, ist ein Modul, das Data und Relic Analyzer in einem sind. Das sind nämlich diese Lingui oder Zeugma-Teile. Die Dinger sind die Kombination aus Data und Relic Analyzer. Das grundlegende Problem mit den Teilen ist, was ich habe, ist schon mal, dass der Virus wesentlich schwächer ist. Ich mal das hier nehmen. Das heißt, der Grundwert der Stärke. Warte, falsches Modul. Der Grundwert der Stärke ist zwar gleich, aber ihr habt diesen Utility-Slots nur einen. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr es hackt, das sehen wir gleich, habt ihr unten drei Speicherplätze für Hilfsmodule. Ihr habt nur einen in diesen Faction-Geräten, Storyline, wie auch immer die heißen. Ansonsten sitzt es genau die gleichen Module. Der kleine Vorteil an den Teilen ist, ihr braucht nur einen Slot. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel einen Cargo-Scanner mitnehmen. Oder ich könnte zum Beispiel von der Stratios hier, wo ich jetzt einen Relic-Analyzer habe, so ein Teil drauf bauen und hätte das beides in einem, müsste ich jedes Mal umfitten. Der große und schwere Nachteil ist, das Ding kostet 80 Mille, beziehungsweise die Tech-2-Version davon. Die Tech-2 Version davon kostet 190 Millionen. Ihr macht euer Schiff wahnsinnig teuer damit. Ich persönlich nutze es nicht, ich mag es nicht. Aber theoretisch kann man sagen, ich baue die zwei hier runter, baue das da drauf und habe dann ein Modul, das auch eine hohe Stärke hat vom Virus, wie jedes andere auch, und kann damit arbeiten. Gut. Aber wenn mein Schiffswert jetzt 166 Millionen und das Teil 70 Mille, das ist für mich ein Unterschied, weil ich muss das Geld ja auch wieder reinbringen. Kommt zum nächsten Punkt. Jetzt habe ich mein Schiff fertig gefittet, steht damit im All, das ist dieses hier, wunderhübsch. Was tue ich jetzt damit? Das erste, was ich immer mache, ist mich bewegen. Egal wo ich bin, High-Sec, Low-Sec, Null-Sec, völlig egal, ich bewege mich. Ja, stehen bleiben ist tödlich. Dann ist es eine relativ einfache Geschichte. Ich packe meine Scansonden nach draußen. Wenn ich einen Mikro-Warp-Drive habe, mache ich den an. Wenn ich eine Tarnung habe, können wir einfach tarnen. Das ist eine relative Geschichte. Ich gehe hier unten über den Scanner auf den Sondenscanner. Das ist das Fensterchen hier. Kann mit diesem Viereck hier oben aus der Karte ausgelöst werden. Das heißt, dann kann ich die Karte separat schließen. Ja, das geht mit dieser kleinen Taste hier oder aber mit der Karteneinstellung, die hier oben erscheinen. Wenn ich es in der Karte drin habe, kann ich sagen, ich mache das hier Fullscreen, die Karte. Und wenn ich das rauslöse mit dem Klick, kann ich die Karte schließen, ohne dass der Scanner verschwindet. Ich mag ihn gerne haben, manche nicht. Geschmackssache. Dann bin ich in der Scan-Ansicht, habe hier meinen viereckigen Kasten, die Mitte meiner Probes, sehe die blauen Kreise, das sind die Scansonden, die 8 Stück, die ich draußen habe. Doppelklick auf ein rotes X, das in die Mitte ziehen, mit dem Regler oder mit Alt-Mausrad größer, kleiner machen. Doppelklick ins All, klappt die Kamera um 90 Grad, wieder in die Mitte ziehen. Doppelklick ins All, okay, ist immer noch schön mittig.
Analyse. Warten. Nebenher gucke ich mal so ein bisschen auf meinen D-Scan, was so los ist. Meine Gaszeit, das sagt er mir jetzt schon. Da kommen wir gleich zur nächsten Sache. Zielgerichtet scannen. Ich will Relic-Gebiete machen. Das heißt, Gaszeit brauche ich gar nicht weiter scannen. Ist mir egal. Rechtsklick ignorieren. Nächste Zeit. Wenn ihr Gaszeit suchst oder einfach alles scannen wollt, könnt ihr das gerne machen. Ich persönlich bin aber ein Fan davon, zielgerichtet zu scannen. Deswegen das hier anders. Gut. Wir scannen hier fröhlich weiter. Immer auf die Mitte des Teiles. Ein bisschen kleiner werden. Da kriegt man, da muss man üben, kriegt man Gefühl für, wie die Skills in das Schiff funktionieren. Und dann scannt man das hier fröhlich runter. Ein Relic-Gebiet, wunderbar. Voll rein, macht das wieder kleiner. Doppelklick ins All zum Klappen. Und die Geschichte ist runtergescannt. Also, sobald er fertig ist. So. Drohnen-Probes einpacken. Zeit speichern. Bei uns in der Corp ist es so, bitte die ersten drei Buchstaben da lassen. Danach kommt die Info, dass es ein R, weil es ein Reliktgebiet ist. Das zeigt uns dieses komische U mit dem Kreis. Und der Name bleibt stehen. Warum bleibt der Name stehen? Der Name der Site gibt euch A, die Möglichkeit in Google zu suchen, was für eine Site es ist, wenn es interessant sein sollte. Und B, gibt es euch eine Information, ob NPCs drin sind oder nicht. In Wurmlöchern, und zwar nur in Wurmlöchern, gibt es Daten in Reliktgebiete, die NPCs haben. Die tragen genau zwei Namen, nämlich Forgotten oder Vergessen im Deutschen und Unsecured, also ungesichert. Speichern. Diese ungesicherten Unsecured-Geschichten sind auch NPCs drin. Und das ist auch so ein Speicher hier. Die ersten drei Buchstaben sind die Signatur. Gibt es hier sicher auch noch, genau, die ist hier drin im System. Datengebiet Unsecured. Unsecured heißt, es sind NPCs drin. Das heißt, wenn ich hier reinworpe, stehen da direkt Gegner. Und hier kommt der Vorteil von Covered Ops. Ich kann mich getarnter reinworpen, mir das angucken, ohne dass ich mir den Stress machen muss, die NPCs zu beschießen. Gut. Unsecured und Unforgotten Sites allesamt haben die Möglichkeit, dass in ihnen ein spezieller Container steht. Ja, gibt es natürlich nicht. Die Container sind alle gleich benannt. Es gibt einen anderen, das Ding heißt immer Destroy Talokan irgendwas. Das ist ein zusätzlicher Container, den es in einigen Sites gibt, nicht in allen. Und diese Talokan-Container sind die einzige wertvollen in den Datenrelic-Gebieten mit NPCs. Zum Hacken sind diese Sites nichts, weil da drinnen in diesen Unsecured-Gebieten sind nur Baupläne, die nicht viel ISK bringen oder fast gar nichts. Das heißt, es lohnt sich nicht, ein Schiff zu riskieren, nur um diese Teile zu hacken. Was Sinn macht im Wurmlochleben ist zu sagen, ich schieße die NPCs da raus, weil die NPCs geben mehr Geld als die Container. In denen mit NPCs. Hier ist auch nichts drin Besonderes, die heißen halt gleich. Talokan-Container heute nicht. Gut. Ja, ich gehe mir kurz einen Datenanalyzer draufrüsten. Und dann beschäftigen wir uns kurz eine Sekunde mit der Frage, wie man eigentlich hackt. Kurz zwei Sachen zum Bookmarking. In der D-Cup, also in der, unserer Corp, meiner Corp, nutzen wir Pathfinder. Pathfinder ist ein Tool, ein Kartentool, was die Wege von dem ersten Highsec durch die Wurmlöcher mitschreibt. Da kann man sich einfach als Corp-Mitglied einloggen, dann kriegt man automatisch die Daten und kann auf die Karte von uns, die No-Go-Karte, zugreifen. Das tue ich jetzt mal lieber nicht, weil ich immer nicht ganz gerne rausgebe, wo wir wohnen. Ihr seht hier auf meiner Scanning-Tafel vom Stream heute, ich bin durch Oyamon reingesprungen in das 1C2-Wurmloch, Klasse 2, wo man sagen muss, Wurmlöcher teilen sich von Klasse 1 bis Klasse 6 auf. 1, 2, 3 sind niedrige Wurmlöcher, 4, 5 mittlere und 6 sind hohe vom NPC-Schaden her.
Das Ziel unserer Bookmarks von Wurmlöchern ist immer das gleiche. Wir wollen, dass diese Verbindung, dieser Strich hier, auf dieser Seite markiert ist mit der Info, wo es hinführt. Das sieht dann bei uns so aus, dass hier ein Punkt Back der Rückweg ist. Ich befinde mich gerade da, wo die kleine 1 hier oben ist, im 924. Wenn ich zurückspringen würde in 702, sehe ich hier der Rückweg, also Punkt Back, ist die Signatur UFO C2 702. Bin ich hier. In dem 702 gibt es auch einen Bookmark, der heißt C2 924. Sehen wir gleich. Und das Konzept ist ein bisschen Übungssache. Kommt man aber dahinter. Das ist so unsere Art zu bookmarken. Das macht jeder ein bisschen anders, wie er gerade lustig ist. Jede Corporation. Gut. Umfitten im All. Das Mobile Depot übrigens, was im All ist, hilft beim Umfitten. Da kann man im All Module ändern. Filter für Module. Relic. War das falsch? Relic Analyzer runter. Datenanalyzer drauf. Das Teil wieder einsammeln. Und dann geht es in das Datengebiet. ZJE, D ist eine Central Garista irgendwas, ist aber kein Forgotten, kein Unsecured davor, also rein da. Warp Drive active. Nächster Trick im Wurmloch, wenn ihr nicht so schnell flingen wollt. STRGB macht einen neuen Bookmark. Nimmt das Ding Ping. ZJR, wo wir gerade hinfliegen. ZJR Ping. Geht auf die Loot-Übersicht, wartet, bis ihr hier Container seht, und sobald ihr Container seht, speichert ihr den Punkt ab. Warum das Ganze kommt gleich. Container, speichern, fertig. So, jetzt habe ich einen Punkt hier hinten. Warum das Ganze? Die Dinger sind ganz, also Data Sites im Speziellen sind weit auseinander. Wenn ihr hier seht, der da hinten ist 120 Kilometer weg von mir. Entweder ich muss das getarnt im All fliegen, oder ich nehme meinen Ping, den ich gerade erstellt habe, und warp die Container der Reihe nach an, immer im Zickzack. Das kann man handhaben, wie man möchte. Ich persönlich bin ein Fan vom Warpen. Und wenn man das gleich beim Landen daran denkt, den Punkt zu machen, und man braucht ihn nicht, dann hat man es auch leichter, den wieder zu löschen einfach. Und es sortiert sich durch ZJR-Ping entspannt dazu. Man sieht, es gibt eine Data-Site, ZJR, und es gibt einen Ping dazu. Gut. Diese Container kann man looten. Hacking. Drei Sätze zum Hacking. Diese Container in Datenrelic-Gebieten sind verschlossen. Die muss man aufbrechen. Je nachdem, was für ein Gebiet es ist, braucht ihr einen Datenanalyzer oder einen Relic-Analyzer. In dem Fall ist es ein Datengebiet, also Datenanalyzer. Ich schalte den Container normal auf. Wenn ich ihn looten möchte, steht immer dran, ich kann es nicht wegen speziellem Equipment. Auch wieder eine Privatmeinung. Ich orbite den Container immer auf 1000 Meter, dass ich mich ein bisschen bewege. Andere stehen, weil sie dann schneller in Warp gehen können. Geschmackssache. Datenanalyse an. Und jetzt kommt das Komplizierte bei Wurmloch, Lowsec, Nullsec, also bei allem, wo man auf euch schießt. Ihr müsst die Übersicht im Auge behalten, dass hier keiner reinwarpt. Den D-Scannen, dass keiner euch auscannt. Und neben euch hier drauf konzentrieren, dass ihr hackt. Das Hacking ist relativ einfach. Wer schon mal Minesweeper gespielt hat, dem bekommt das Ganze bekannt vor. Nur, dass die Zahlen, die hier erscheinen, positive Sachen angeben. Das heißt, hier war eine 1, hier war eine 1, das heißt, hier oben muss was Gutes sein. Es gibt Hilfsmodule. Das hier ist zum Beispiel ein Hilfsmodul. Die verschiedene Fähigkeiten haben. Das steht meistens dran. Dieses Teil macht 20 Schaden pro Runde. Eine Runde ist ein Klick von euch. In 3 Entfernung ist wieder was Gutes. 1, 2, 3 da oben oder 1, 2, 3 da hinten. 3 Entfernung immer noch. 1, 2, 3. Ich nehme an da oben, weil hier kann er nicht sein. Gut. Viren. Also die Gegenseite. Die Dinger wollen euch abhalten davon, dass ihr durchkommt. Es gibt verschiedene Versionen. Es gibt diese Blocker. Also die einfach nur Lebenspunkte haben und Angriffsstärke. Das habt ihr auch. Ihr habt einen Stern, das sind eure Lebenspunkte, oder die Virushaltbarkeit, und ihr habt eine Virusangriffsstärke. Das bedeutet, hier, ich habe 30 Stärke und 70 Leben. Also wenn ich hier draufklicke, verliert er hier oben 30 Leben, weil ich 30 Stärke habe, und danach, als zweites, verliere ich 40 Leben.
Das als zweites ist wichtig. Der Spieler oder ihr haut immer zuerst zu. Das heißt, das Ding hat noch 40 Leben. Quatsch mit Soße, gelogen. Das Ding hat noch 30 Leben, 40 Schaden. Macht 30 Schaden. Wenn ich jetzt drauf klicke, wird sein Leben auf 0 gehen und er schlägt nicht mehr zurück. Wenn er zurückschlagen sollte, wäre ich hier direkt tot. Ein Klick, weg ist er. 1. 1, 1, hier ist was. Diese lustigen weißen Bälle sind Datenkerne, die euch als positiv angegeben werden mit den Zahlen, aber es nicht immer sind. Da kann auch ein Virus drin stecken. Ja, ich persönlich lasse sie immer zu, bis ich keine andere Wahl mehr habe. Und gehe hier den Weg weiter. Ne? Hier ist wieder ein Virus, dann biege ich ein bisschen ab. Wieder ein Virus. Wie was Positives. Dieses Teil halbiert das Leben von einem Virus. Er ist auf 30, macht 30 Schaden, klickt tot, bin da durch. 4, 5, 4. 4 heißt, hier oben in der Ecke ist wohl nichts mehr. 5 ist das Maximum, was anzeigen kann. Soweit dieses Teil. Es gibt noch ein ungeschriebenes Gesetz, beziehungsweise eine Regelung, die halt bedeutet, wenn 6 Kern, also 6 Noten um einen Punkt rum sind. Hier, der ist in der Mitte, hier sind 6 rum, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also alle Richtungen möglich wären, dann ist hier kein Virus. Die einzige Möglichkeit, dass hier in der Mitte ein Virus wäre bei so einem Stern, oder hier in der Mitte, oder hier in der Mitte, ne, wäre, wenn außenrum irgendwo der Kern ist. So, 1 hier, nein. So. Wieder ein neuer Virustyp, die Dinger sind, das Ding ist ein Dämpfer. Der dämpft unsere Angriffskraft um 50%. Diese Teile sind dagegen. Ganz nebenbei bemerkt, es gibt gegen jeden Virus einen Gegenspieler. Der Dämpfer hat ihn hier als Gegenspieler, der automatisch Schaden macht, das heißt, ich muss nicht drauf prügeln, verliere kein Leben. Die schweren Dinger haben diese Halbierteile als Gegenspieler. Es gibt noch Schraubenschlüssel, die euer Leben wieder auffüllen. Und es gibt noch Schilde, die Angriffe abwehren. Das heißt, ihr könnt klicken, ohne dass ihr Schaden kriegt. Jetzt haben wir hier den Virus gefunden. Wir nehmen den Gegenspart hier, klicken einmal drauf. Das ist 20. Jetzt brauche ich 2 Züge, weil dann verliert er Leben pro Zug. Das heißt, ich klicke irgendwo hin, er verliert automatisch Leben. Bei 30 unten ein Klick. Hack successful. Ich kann den Container aufmachen. Und mir da das Loot rauskrauen. So einfach ist Hacking. Problem daran ist, man braucht Übung. Guten Morgen. Es braucht viel Übung dafür. Zumal ihr am Anfang nicht die Virusstärke habt, wie jetzt eine Stratios oder eine Astero. Wie gesagt, die Dinger kosten wahnsinnig viel Geld. Und ihr müsst ein bisschen vorsichtiger agieren. Meine persönliche Erfahrung ist, man lernt sehr viel daraus, wenn man das im Highsec ein paar Runden macht, um eine Routine zu kriegen, wie funktioniert das mit den Viren. Ich persönlich mache das auch gerne zum Training im Lowsec, weil da habe ich einen Local Chat, da weiß ich, dass jemand da ist. Hier im Wurmloch sehe ich nicht, ob jemand hier ist. Es könnte die ganze Zeit eine getarnte Stratios neben mir stehen und grinsen und ich würde es nicht merken. So. Jetzt das Ganze nochmal von vorne. 2, 1. Erfahrungsgemäß ist der Kern auch immer auf der anderen Seite des Spielfeldes, also irgendwo hier. Das läuft man hier so ein bisschen durch. Hier sind wir die 6er-Regel, nicht? Hier gilt wieder die 6er-Regel. Hier gilt wieder die 6er-Regel und da ist der Kern. Ich habe genug Leben. Ja. Es gibt nichts Peinliches, als wenn man sich beim Kern umbringt übrigens. Fertig. Wir gehen wieder auf den Ping. Warp Drive active. Und so machen wir das. Das ist Scanning Hacking. Mehr ist es gar nicht. Ja. Eine letzte Anmerkung habe ich noch, bevor wir die Geschichte hier gut sein lassen. Wenn ihr ungetarnt fliegt, warpt Wurmlöcher am besten auf 100 an, wenn ihr nicht direkt durchspringen wollt. Das hat einen einfachen Grund.
Also Props kann ich gar nicht auspacken. Den wir gleich klären. Wurmlöcher sind quasi die Stargates. Sind wie Stargates, könnte man sagen. Sie haben zwei andere Eigenschaften, ganz nebenbei. Ihr könnt nur alle 5 Minuten einmal in eine Richtung durchspringen. Also wenn ich jetzt hier durchhüpfen würde, erst in 5 Minuten wieder selber. Dieselbe Richtung. Das heißt, ich kann nicht ständig hin und her wie im Nullsec oder im Nullsec oder im Highsec. Das zweite Wichtige ist, ich scanne mal ganz kurz meine eigene Position, um das Umloch nochmal zu kriegen. Das ist LKV ist hier. Daneben. Weiß, dass du hier bist. LKV. Brauchst mich gar nicht drum anzeigen. Das ist auch was, ne? Also das ist der Bookmark LKV, also die Signatur, die hier zugehört. Bing, da ist es. So. Eine Kleinigkeit zu Wurmlöchern. Noch, die ich bei uns in der Allianz ganz gut finde und die brauchen. Wenn ihr ein Wurmloch auskennt und das bookmarken wollt, warpt bitte hin. Ja? Völlig egal. Weil dieser Bookmark hier, den ihr hier seht, diese blauen Ecken, sind genau in der Mitte. Das heißt, wenn ich auf 0 auf dieses Wurmloch warpe, dann lande ich exakt in der Mitte an dem LKV LowSec LS. Ja? LowSec Wurmloch. Wenn ich aber den Punkt speichere, an dem die eigentliche Signatur ist, ist der hier drüben. Man sieht das schön. Das sind so um die 8 Kilometer Unterschied. Und gerade wenn man mit teuren Schiffen unterwegs ist oder es eilig hat, ist es sehr ungünstig, wenn man hier landet statt auf dem Wurmloch, weil man die Strecke noch fliegen muss. Ja? Und wenn da jetzt irgendwelche PvPler an dem Wurmloch stehen und auf euch warten, ja, haben sie wesentlich mehr Zeit, euch tot zu kriegen oder durch das Wurmloch durchzuspringen, euch auf der anderen Seite festzuhalten, als wenn ihr einfach hier auf dem Loch erscheint. Ja? Deswegen bitte Wurmlöcher immer hinwarpen, einmal draufklicken auf das Wurmloch, Show Info. Dann kriegt ihr einen Infotext. In dem Infotext steht, wo dieses Wurmloch hinführt. Ja. Und damit könnt ihr das genau angeben. Hier, into Low Security Space. Das heißt, ihr habt Low Security, LS bei uns als Kennung. Wer von uns einen Corp-Chat hat, da steht alles nochmal so drin. Gut. Habe ich was vergessen? Ist noch was Wichtiges? Ihr könnt mir gerne schreiben. Die meisten kennen unseren Ingame-Chat, Deutsche Kapselpilotenschule, da kann man mich nerven. Oder ansonsten auch jederzeit in den Streams. Einfach Fragen, Fragen, Fragen. EVE Online ist nicht leicht. Und man lernt das.